So, liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von der Bismarck, und zwar die 15. Vorerst die letzte Folge für diesen Monat, glaube ich. Weiß nicht, ob ich jetzt noch diesen Monat eine kriege, eine Lieferung. Ja, lassen wir uns überraschen. So, da sind wieder diese kleinen Nüppel, die wir wieder machen sollen. Und wir machen ein Stück vom Rumpf. Und dann kleben wir die restlichen 10 von diesen Teilen an. Und dann wieder Infomaterial. Und das ist in der nächsten Ausgabe drin. Wieder ein Motor, würde ich mal sagen. Jo, ein kleiner Motor. Ich denke mal, das wird der dann dafür vorne sein. Und dann geht das los, das Gewitter. Erstmal wieder auspacken. Nichts weiter drin, zu der Ganze und weg damit. Zwei von den Schrauben. Und wir sollen das jetzt so. Und das so ran. Zusammenfassen. So, und ich denke mal, das wird dann irgendwie hier anders hin. Okay. Oder doch so. Na, so wird es dann rankommen. Aber dafür brauchen wir noch Verbinder. Und die haben wir jetzt gerade nicht. So. Gut, dann haben wir das Teil schon mal fertig. Ich nehme mir wieder das hier vor, bereite das vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, damit haben wir also auch die Bismarck mit der Ausgabe Nummer 15 fertig. Wir haben jetzt hier die restlichen 10 Scharniere für die vorderen Wellenbrecher angeklebt. Und ja, ich werde mal sehen, ob ich die dann hier oben noch festklebe. Aber solange sie halten, kann das ja eigentlich auch so bleiben. Jo, dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Bastlanis. Ciao, ciao.